BMW öffnet Adventskalendertürchen der besonderen Art. Vom 1. Dezember bis zum Heiligen Abend wird täglich ein ausgewähltes Kunstwerk an den Außenfassaden von BMW Kurfürstendamm und BMW Lehmbachplatz enthüllt. Der Kunst-Adventskalender zeigt die Werke von 25 zeitgenössischen Künstlern und präsentiert diese auf beeindruckende Weise. Viel Prominenz dann auch bei der Auftaktveranstaltung in München. Unter den Gästen auch eine ganze Reihe von führenden Wirtschaftsvertretern. Denn neben BMW engagieren sich 24 weitere renommierte Unternehmen für die Aktion. Für sie alle ein willkommenes Adventsereignis. Für die Unternehmen, die hier diesen Event sponsern, ist das natürlich ein schönes Come-Together mit ihren Partnern, Gästen. Also inspirierende Vorweihnachtszeit praktisch für die Unternehmen. Schauspieler Dieter Landouris führte durch den Auftaktabend am 1. Dezember und beglückte die Gäste unter anderem mit einer weihnachtlichen Gesangseinlage. Aufgaben, die der 48-Jährige mit Vergnügen übernahm. Nee, ist auf alle Fälle, braucht man gar keine Überwindung, wenn man ein Angebot bekommt, bei so einer Veranstaltung mitzumachen, weil es ist für einen guten Zweck und da macht es irgendwie immer Spaß und man fühlt einfach, dass es eine runde Sache wird. 3, 2, 1, 0. Der Höhepunkt des Abends dann, die Enthüllung des Werks Fotografie Nummer 1 des Münchner Künstlers Andreas Feil. Für ihn eine besondere Auszeichnung, sein Werk in diesem Rahmen zu präsentieren. Ja, es ist immer eine Ehre, der Erste zu sein. Und in dem Fall hat sie einen ganz tollen Platz auf meinem Kunstwerk. Und es ist schön abgebildet und ja, freut mich. Die Spenden des BMW Kunst-Adventskalenders kommen dem SOS Kinderdorf e.V. zugute. Am ersten Tag immerhin ein Betrag von 5.000 Euro. Zusammen werden mindestens 100.000 Euro gespendet, die an das älteste SOS Kinderdorf am Ammersee und das jüngste in Berlin-Moabit gehen. Es ist ganz wichtig, gerade in der Vorweihnachtszeit, ist unsere wichtigste Zeit für den Spendeneingang. Und in der jetzigen schwierigen Phase, alles redet über Weltwirtschaftskrise und Finanzkrise, ist es extrem wichtig, dass wir unterstützt werden. Auch das Vergnügen kam nicht zu kurz. Die Gäste genossen Leckerbissen und einige Erwachsene outeten sich als wahre Adventskalender-Fans. Ich finde es eine wunderbare Idee, weil in uns allen steckt doch noch ein bisschen so das Kind, das jeden Tag im Adventskalender ein Türchen aufgemacht hat und die Überraschung dahinter, ein schönes Bild, ein Stückchen Schokolade, ein kleines Geschenk. Weihnachten werden wir alle eben ein bisschen zu Kindern. Und das noch jeden Tag bis zur großen Abschlussveranstaltung am 23. Dezember in Berlin. Mehr Informationen im Internet unter kunstadventskalender.de.